Community Roomtouren. Was haben wir denn hier? Also hier, erstmal ein Setup. Ich habe ja extra geschrieben, dass man Roomtouren oder Setup reinschicken kann, weil ich weiß, dass manche Leute auch nicht ihr komplettes Zimmer reinschicken wollen oder möchten oder können, warum auch immer. Deshalb Setups auch okay. Und wir haben hier das erste Setup von Mika. Sollen wir uns eins merken? Also sollen wir eins erküren für das beste Setup, für die beste Roomtour, oder sollen wir einfach drauf scheißen und einfach alle bewerten? Zwei Bildschirme plus Fernseher. Okay, crazy. Mit einem lockeren Mauspad, mit einem cleaner, auch nochmal ein iPad hier. Poster am Start, finde ich cool. Das Einzige, was dem guten Herrn hier fehlt, sind Pflanzen. Ich weiß, der Tisch ist schon voll, aber ich werde das, glaube ich, generell heute so oft sagen. Ich sage, hier so ein kleines Pflänzlein oder hier vielleicht, so, komm mal, hier oben hast du sogar so ein Ding, kannst du so eine Pflanze runterhängen lassen oder so. Das wird das Ganze nochmal richtig viel oder noch viel gemütlicher machen. Ansonsten sehr cleane Geschichte. Und ich kenne niemanden, glaube ich, der in seinem Zimmer Mülleimer so eine Plastiktüte hat, Bro. Wenn man was hat, was man so in den Ekelhaftmüll tut, dann wirft man das doch direkt in der Küche in den Müll und tut das nicht so daheim, also nicht in seinem eigenen Zimmer in den Müll, I guess. Ansonsten valid. Will noch die Tischplatte ändern. Im PC ist eine 40... Okay. Im PC ist eine 4070 Ti Super mit einem Ryzen 778000X3D. Warum möchte Bro uns aus dem Nichts so anflexen, Bro? Das ist crazy. Aber warum? Ich finde, die Tischplatte ist eigentlich auch chillig. Also ich kann verstehen, dass einen dieses helle Holz irgendwann abfuckt, aber ich finde, das sieht eigentlich jetzt auf den ersten Blick ganz cool aus. Und man muss sagen, W-Fenster hier mit so grün. Ich habe auch, also das hat man, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen, aber ich habe in dem anderen Zimmer ein Fenster. Und wenn man da rausguckt, dann sieht man nur so verschiedene Bäume. Das sieht übelst geil aus. Ich finde das immer übelst geil, wenn man aus dem Fenster guckt und man einfach so ein schönes Grün vorm Gesicht hat. Also das ist übelst geil. Haben wir nur einen Monitor? Ja, das ist Facts. Eigentlich, wenn man schon so einen PC da stehen hat, dann muss man hier wenigstens noch so einen kleinen zweiten Monitor hinhauen, sage ich. Aber auch cooles Hintergrundbild, Bro. Ah, kann man mit arbeiten. Henry Plug, ja, auch clean. Ich sag aber, allgemeine Empfehlung von mir, Chat. Ich weiß, viele mögen das gerne, aber haut, wenn ihr könnt, den Fernseher so weit wie möglich weg vom Bett, beziehungsweise wenn ihr sogar zwei Zimmer habt, ein paar von euch haben das ja, ich hab das auch, ne? Haut den Fernseher ins andere Zimmer. Das ist nicht gesund, wenn man den Fernseher vom Bett hat. Auch wenn das manchmal gemütlich ist, nur so im Bett chillen, Netflix, dies, das, anders. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, so vorm Schlafen gehen und so einen fetten Bildschirm zu gucken. Ich frag mich manchmal sogar ab, dass ich vorm Schlafen gehen immer auf mein iPad schaue. Aber das ist nochmal so schädlich. Das hatten wir letztens schon mit der Paletten-Couch. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich sehr cool. Hier sehen wir mal den Kleiderständer. Cool, den hat meine Schwester auch. Oh, auch hier das... Alter, wo die gerne Möbel hatte. Der Schrank. Da auch wieder... Digga, warum habt ihr alle Gyms im fucking Zimmer, Bro? Das ist eine Rudermaschine, oder nicht? Warum? Wieso? Geiler Schreibtisch. Auch hier mit Fußsessel und shit. Clean. Palettenbett. Alter, das ist ein richtig geiles Zimmer, Bro. Sehr, sehr clean. Ist noch im Umbau. Vor das Fenster kommt noch ein Plattenspieler mit Boxen. Und unter das Bett eine Kleiderstange mit schwarzem Vorhang herum. Boden maximum geil. Wirklich der Boden maximum geil. Auch sehr schöne, das von Ikea, diese Tische hier. Also der Tisch hier und das Ding, glaube ich, auch sehr schön. Sehr schöne Pflanze da, sehr schöne Fenster. Alter, was ist denn das für ein Stream da? Ja, also es ist sogar nicht mal Stream, das Video mit Glocke aktiv. Wichtig, auch mal Glocke aktivieren. Bro, das ist ja übelst die geile Einrichtung. Alles so richtig schön holzig. Das ist geil. Das ist echt ein sehr, sehr cleanes Zimmer. Ich glaube, das Einzige, was mich hier jetzt ich persönlich hier ändern würde, ist, ich würde den Teppich hier gegen den Perser austauschen. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Und er hat ja gesagt, das ist noch ein Umbauaufbau. Hier halt noch mehr hinmachen, I guess. Also irgendwie noch eine zweite Pflanze, ein Kaktus, Coffee Table Books, Kerzen, Raumduft und so. Aber Bro, das ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr nice Grundlage. Das ist echt geil. Schlafen im zweiten Zimmer, okay. Alter, insane Setup. Ich meine, ja, gleich kommt auch das Regal, ja. Das wäre uns. Insane Setup. Richtig cool. Hier oben mit Pflanzen und Shit auch stark. Hier der Spiegel wichtig. Ist das ein Streaming-Setup, ne? Nee, es ist keine Kamera am Start. Ist denn das gerade im Chat? Also, da muss man noch streamen. Vor allem mit dem Hintergrund. Das ist voll geil. Ist übelst, übelst geil. Auch hier mit dem Stuhl im Hintergrund. Also, das ist ein besseres Creator-Zimmer als ich. Ich habe ein Creator-Zimmer. Sein ist einfach besser. Boah, das ist so ein Zimmer. Das ist richtig geil. Aber ich weiß, ich würde das wirklich in 0, nix würde ich das unordentlich machen. Hier, das ist der Space. Der wird voll liegen mit Klamotten. Und dann würde ich hier noch irgendwas hinschmeißen. Dann kann ich nur ins Bett und dann wieder raus. Das war's. Übelst geil, übelst gemütlich. Aber ich würde es direkt unordentlich machen. Aber auch sehr clean. Sehr klein, sehr gemütlich, sehr cozy. Cooles Setup. Hier mit, okay, Xbox ist crazy, aber okay. Sehr geil. Auch die Lampe hier, die gefällt mir gut. Die Schreibtischlampe. Das ist cool. Ja, cool. Cool, cool, cool. Hier mein Zimmer. Das finde ich auch cool. Hier mit dieser, mit Korboptik kann man auf jeden Fall gut mit kochen. Habe ich auch viel in meinem Zimmer, Loki. Auch geiler Boden. Classic. Hä, Bro, aber das check ich nicht ganz. Hier hinten ist sein Schreibtisch. Ich verstehe die Raumaufteilung nicht. Was ist denn dann hier? Ja, okay, ah, stimmt. Das, klar, das kann sein. Aber das hätte ich anders gelöst, glaube ich. Das hätte ich ein bisschen anders gelöst. Also, warte mal, ich will es mal einmal ganz groß machen. Hier, was ist das?
Das ist einfach der Boden da, glaube ich. Ich glaube, das hätte ich anders gelöst. Ich glaube, ich hätte entweder den Schrank irgendwie an die Wand gestellt und dann daneben mein Setup, dass man hier mehr Platz hat. Vorausgesetzt, hier ist keine Tür. Whoever moves first is skinny P. Ich hätte das, glaube ich, ein bisschen anders gelöst. Also ich finde das, cool. Ich glaube, man kann da gut chillen so. Aber ich hätte es, glaube ich, anders gelöst. Weil irgendwie das Regal steht halt sonst so übelst im Raum. Aber ich check auch, warum man das gemacht hat. I guess. Aber ist cool. Ich denke, ist auch ganz okay. Alright, bro. Insane. Boah, Alter! Alter! Wie chillig sieht das denn aus? Das aber, man sieht auch, er ist auf jeden Fall der größte Star Wars-Fan, Bro, ne? Teile ich aber die. Boah, das ist cool. Mit Streaming-Deck sogar. Oh, ist ein Streamer. Lol. Der hat wirklich ein Streaming-Deck und hier, shit. Wer ist das? Aber ey, ich sehe ein Setup, Bro. Die Setup hier mit auf einer Dose Gönner G. Cool. Star Wars OS. Na, Road for 20, einmal 5 Minuten, bitte. Das geht nicht. Was haben wir hier? Die Lego-Sets hatten wir gerade schon, ne? Ui. Ja, clean. Wohnlich. Auch hier geile Lampe, Mann. Oh, ich glaube, es wird gekocht. Es wird gekocht, glaube ich. Geiles Setup. Schön abgegrenzt auch, dass man sie locked in ist. Cool. Spiegelplacement, alright, Bro. Ja, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Auch großes Zimmerplatz gut ausgenutzt. Ich finde das geil, dass er diese Kugellampen zweimal geplaced hat. Finde ich cool. Nur da Spiegelplacements. Hätte ich anders gelöst, glaube ich. Ansonsten ist cool. Ansonsten ist sehr, sehr cool. Machst du am Ende bestes Zimmer? Ja, aber ich habe auf jeden Fall schon einen Gewinner, Loki. Wanted by Yoshikette, 120 Euro, das ist crazy. Das eine Poster ist wie runtergefallen, an sich noch unfinished. Wann sind wir darüber geswitcht, dass wir TikToks draus machen, Bro? Chillig, aber hier, ich glaube, wir haben alle denselben Gedanken, hier muss was hin, Bro. Da muss ein Bild hin. Passend zur Musik, maybe ein Cardi-Foto, aber ich würde da, also irgendwas muss da hin. Oder hier hin. Eins von beiden, da oder da. Maybe sogar eher hier über, ne? Also, er hat ja geschrieben, ist noch unfinished. Ich sage, es fehlen Pflanzen, die Wände sind zu kahl. Also, da muss entweder irgendwie ein bisschen mit Spiegeln gearbeitet werden oder irgendwelche Poster oder irgendwelche Wandpflanzen, hätte ich gesagt. Aber ansonsten, so vom Grundriss kann man auf jeden Fall was draus machen. Aber das ist auch insane, Bro. Das ist doch überhaupt gar nicht chillig, da zu sitzen. Und den Bodencall fühle ich, aber das ist halt der Boden. Also ich glaube nicht, dass er jetzt bei einer Mietswohnung hingeht und den Boden rausreißt. Nur um eine Holzwohnung zu haben, I guess. Aber das ist auch zu dunkel. Ja, das liegt aber daran. Ah, okay, stimmt. Loki hätte mehr Lampen. Generell macht euch kleine Lichtquellen immer überall im Zimmer hin. Dann müsst ihr nicht mehr so eine große anmachen. Das sieht viel geiler aus. Aber das Loki-Facts. Ich bin im Urlaub, deswegen habe ich nur schlechte Fotos. Ah, entspannt, Bros. Trotzdem besser als mein ganzes Zimmer. Oh, Alter. Einer weiß, wie man lebt, Bro. Einer weiß, wie man lebt. Und der hat da auch hingeschrieben, da oben ist das Bett. Das ist natürlich auch geil. Aber einer weiß, wie man lebt, Bro. Okay. Das ist sehr geil. Das ist sehr, sehr cool mit der Hängematte und dann da oben das Bett. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, also Lichtwahl, super nice. Hier und da versteckte rote Lichter. Offene Kerze, in Rot auch sehr cool. Sehr geil, Poster an der Wand sehr schön. Sehr verschieden, trotzdem sehr nice. Pflanzen am Start, auch nochmal rote Lampe. Boah, die Bettdecke. Okay, kann er, ne, gerade bezogen. Aber ich sag auch mal eine weiße Bettdecke. Messi. Das Zimmer ist echt sehr geil. Das Zimmer ist echt sehr, sehr geil. Ja, das ist sick. Das ist sehr cool, Mann. Hier, boah, auch cool. Sehr schöne Farben, ne? Sehr schöner Boden. Ich glaube, das ist kein echtes Holz, aber das ist sehr coole Farbe so. Ansonsten alles schwarz-weiß, kann man mit arbeiten. Alter, was? Hat er diesen begehbaren Kleiderschrank-Chat? Spiegeltarnung sogar noch? Digga, das sieht übelst cool aus. Das ist ja übelst geil. Ey, das ist, ich glaube, das ist Loki mein favorite Zimmer gerade. Aber sieht auch chillig aus, zwei Bildschirme und shit. Ey, geil, das ist voll cool. Das ist übelst cool. Also das finde ich auch voll cool gelöst mit dem Gespiegelten hier, weil ansonsten, wenn das nicht so verkleidet wäre, wird das so übelst in den Raum gestellt aussehen. Aber so ist es halt, ja, verkleidet und dann sieht man es nicht. Das finde ich geil. Daft. Aha, aber du hast noch ein Schlafzimmer, ne? Hast du dein Zimmer aufgegeben für den Grind? Daft HE ist Lil Bro. Alter, das ist insane. Ich sag, meine Favorite Zimmer, auf jeden Fall das hier, das hat mich halt übelst geflasht. Das finde ich richtig geil mit dem begehbaren Kleiderschrank. Dann das oben fand ich geil. Hier das finde ich richtig cool. Einfach, das ist voll das geile Regal und hier das mit dem Teppich und allem, das finde ich auch sehr geil. Und was, glaube ich, mein Favorite war, Moment, ich muss es auch wieder raussuchen. Bin ich schon vorbei? Nee, das ist der Anfang. Das finde ich so geil, weil das dieses zweistöckige hat, weil der Platz da so gut ausgenutzt ist. Ich glaube, das sind so meine drei Favorites, hätte ich gesagt.